In Berlin traf sich heute eine neue Kommission von Fachleuten. Die soll Butter bei die Fische bringen im schwierigen Großthema Integration. Da herrscht immer noch viel Ratlosigkeit und Durcheinander. Nicht gut bei einer Herausforderung, die erstmal bleiben wird. Es gibt aber nicht nur Probleme, es gibt auch gute Ansätze. Ein Drittel der Menschen, die seit 2015 nach Deutschland kamen, haben schon jetzt echte Jobs mit echter Sozialversicherung und sie zahlen Steuern. Man muss Politik nicht immer neu erfinden. Die Stadt Lahr, ganz im Westen Baden-Württembergs, war vor 25 Jahren Brennpunkt plötzlicher, massenhafter Immigration. Und damals haben sie es dort geschafft. Lahr am Rande des Schwarzwaldes, Mitte der 90er Jahre. Tausende Spätaussiedler drängen in die kleine Stadt. Platz zum Wohnen ist zwar da, gerade ist die kanadische Armee abgezogen. Doch die meisten Neuen sprechen kaum Deutsch, haben keine Arbeit. Wenig Begeisterung bei vielen Einheimischen. Ich arbeite jeden Tag. Ja? Und immer ein Nachbar oben dran. Da kommt aus Russland und dreht einen Daumen. Die haben eine komplette neue Wohnungseinrichtung, komplett neues Auto. Und das muss ja von irgendwer bezahlt worden sein. Ne? Auch Hilda Beck ist damals als Spätaussiedlerin nach Lahr gekommen. Erinnert sich noch gut an viel Unterstützung von Einheimischen, aber auch an manche Ablehnung. Oft standen die Jungs, unsere russlanddeutsche Kinder, und die haben sich noch damals in Russisch unterhalten. Und was nicht deutsch klingt, klingt fremd. Und dann sind diese Ängste. Mit der Zeit, das war, glaube ich, kein Thema. Inzwischen gilt die Integration der Russlanddeutschen in Lahr als Musterbeispiel, fand international Anerkennung als Lahrer Modell. Ein Kraftakt von Stadt, Einheimischen und der Spätaussiedler, die inzwischen ein Viertel der Bevölkerung stellen. Das Erste war, dass die Bereitschaft überhaupt da war, sich dieser Frage zu stellen, diesem Problem zu stellen. Und dann dafür zu sorgen, dass insbesondere die Kinder schnell Deutsch lernen. Wir haben Brückenlehrerinnen eingestellt in den Schulen, die zweisprachigen Unterricht sichergestellt haben. Wir haben Deutschkurse angeboten, deutsch-russischer Chor gegründet, Begegnungsmöglichkeiten geschaffen. Und doch ist Integration auch in Lahr kein Selbstläufer. Zuletzt deutlich wurde das in der Folge der Flüchtlingskrise. Überdurchschnittlich viele hier stimmen bei der letzten Bundestagswahl für die AfD. Ein kleiner Teil der Russlanddeutschen in Lahr demonstriert 2016 vehement gegen Flüchtlinge. Der OB stellt sich, hört sich ihre Sorgen an. Zum Teil dieselben Sorgen, die Ihnen selber vor 20 Jahren entgegengehalten worden sind. Das ist eine andere Kultur. Das ist ein anderes Verhalten. Das hat was mit Kriminalität zu tun. Jetzt nach gut 2,5 Jahren, nach fast 3 Jahren, haben wir wieder ein hohes Maß an Normalität. Weil man im Rathaus Sorgen ernst genommen hat, auch Missverständnisse ausräumen konnte. Und weil sich viele Menschen hier, so wie Günther Endres, ehrenamtlich für ein gutes Miteinander einsetzen. Schon seit den 90er Jahren unterstützt der Neuankommende, zuerst die Russlanddeutschen, jetzt die Flüchtlinge. Im Punkt Sprache versuchen wir unterstützend tätig zu sein. Im Punkt Wohnen, weil das ein ganz schwieriges Problem auch in unserer Stadt ist. Und einfach die Leute auch reinzunehmen in unsere Stadtgemeinschaft. Und doch zeigt sich eben auch hier, Integration muss auch Rückschläge wegstecken können und muss aus Sicht von OB Müller auch Platz lassen für individuelle Unterschiede. Gibt so etwas wie die ausgesöhnte Verschiedenheit, dass man zwar vieles gemeinsam machen kann, dass es aber durchaus auch ein Nebeneinander geben kann. Es muss aber respektvoll sein. Es gibt, sagt Wolfgang Müller, keine Alternative dazu, sich den Herausforderungen der Integration zu stellen, immer wieder aufs Neue, in Lahr wie anderswo in Deutschland.